Ja, heute am späten Nachmittag zuerst mal einen Kaffee für mich. Und zu Gast ist der Herr Mathisen. Bin aber Deutscher, mittlerweile auch dänischer Staatsbürger. Ich arbeite in Dänemark die letzten 20 Jahre. Ja, Sie sind Romancier. Könnte denn der künstliche Intelligenz auch einen Roman schreiben? Das glaube ich nicht in der Qualität. Also wenn man wirklich Recherche machen will, wenn man einen Plot haben möchte, der trägt, der auch eine gewisse Genauigkeit hat, das glaube ich, so weit ist man noch lange nicht. Ja, die Frage ist, Sie haben einen Roman geschrieben und werden den auch lesen. Sie machen eine Lesung hier in Speyer dann, sind aber auch in Dänemark derzeit tätig und auch wohnhaft. Was treibt Sie nach Dänemark? Ach, das war einfach der Beruf. Da hat sich eine Möglichkeit ergeben und jetzt gefällt es mir in Dänemark sehr gut. Das Verhältnis von Christentum und Judentum ist natürlich auch Gegenstand Ihres Romanes. Also das war ein ganz tragisches Verhältnis im Sinne, also für die jüdische Minderheit, weil einfach so viele Menschen verfolgt und getötet worden sind. Natürlich ist man als Deutscher davon ganz besonders berührt, weil die deutsche Geschichte mit der Shoah einfach da einen ganz fürchterlichen Höhepunkt gesetzt hat. So ist es einfach. Auf der anderen Seite war Jesus Jude und das Christentum hat sich aus dem Judentum entwickelt, aber es gab auch während der Entwicklung ganz viel Dialog zwischen den beiden Religionen, so dass man doch hoffen möchte, dass beide Religionen auch voneinander lernen können. Und ich denke, das findet auch heute statt. Juden und Christen reden miteinander, und beide können auch profitieren von diesem Dialog. Also ich darf gerade auch anmerken, dass eine der Speyerer Bischöfe ja auch die Juden beschützt hat. Und nicht nur einer, sondern auch in der Folge davon auch andere dann, bis dann die Gemeinde Ende des Mittelalters ausgestorben ist. Genau, also also die Kreuzfahrer, das waren wirklich so religiös aufgewühlte und relativ unkontrollierte Volksmassen, die auch kaum zu disziplinieren waren. Die Bischöfe, also insbesondere der Bischof von Speyer, hat es geschafft, die speyerischen Juden zu beschützen. Dort sind vielleicht 11, 12 Juden getötet worden. In Worms und Mainz sind sehr viel mehr Juden getötet worden. Und auch da hat der Bischof vermutlich versucht, die Juden zu beschützen, aber ist dann einfach gegenüber den Kreuzfahrern, konnte sich nicht durchsetzen, weil die Armee mittlerweile so groß war und es natürlich auch in der Stadt Sympathisanten gab für die Kreuzfahrer. Das Problem des Antisemitismus kommt ja zu einem großen Teil aus der Religion, der Idee, dass die Juden Gottesmörder sind. Also aus diesen religiösen Vorurteilen, daraus kommt eine enorme Energie, die schwer war, auch dann für die Bischöfe zu besänftigen, sozusagen. Und die haben sich bei den Verfolgungen 1096 dann zum ersten Mal auf europäischer Ebene sozusagen zu solch großen Verfolgungen ausbilden können. Also man kann auch sagen, die Verfolgungen von 1096 waren eine Art Urkatastrophe des Judentums, des europäischen Judentums, weil es die ersten europaweiten Verfolgungen war. Die Juden in den Schumstätten haben nicht geglaubt. Die haben Warnung gekriegt von ihren Mitbrüdern und Schwestern in Frankreich. Da kommen ganz fürchterliche Leute auf euch zu und die haben das nicht geglaubt. Nein, wir fühlen uns hier sicher, bis sie dann belehrt worden sind durch die Gewalt, die da stattgefunden hat. Und das war mir ganz wichtig, dass sowohl auf der jüdischen Seite als auch auf der christlichen Seite unterschiedliche Perspektiven gezeigt werden. Wenn ich das vielleicht ausführen darf, also auf der christlichen Seite, da gab es dann zum Beispiel Bischöfe und auch andere Christen, die die Juden beschützen wollten, die unter den Verfolgungen, die
Juden auch bei sich aufgenommen haben, versteckt haben. Es gibt Raimund, der Domdekan, der eine Freundschaft hat zu dem Rabbi Chaim. Und dann gibt es natürlich Kreuzfahrerpriester Rotkutte, der fürchterlich demagogisch ist. Also da hat man die ganzen verschiedenen Abstufungen. Aber auch auf der jüdischen Seite gab es unterschiedliche Meinungen, wie man sich verhalten soll zu der Zwangstaufe. Was ist wichtiger? Das Überleben, um so das Judentum auch weiter lebbar zu machen, überlebensfähig zu machen sozusagen, oder das Kiddush Hashem, dass man sich selber opfert. Das, auch da kommen in meinem Roman zwei Perspektiven zum Ausdruck. Sie können auch ein Stück aus diesem Buch lesen. Ja, kann ich machen. Ja. Ich würde den Prolog lesen. Vielleicht ein bisschen zur Vorgeschichte. Die Kreuzfahrer haben sich versammelt unter dem Aufruf des Papstes, des damaligen Papst Urban. Die sind von Speyer nach Worms, nach Mainz gezogen, sind vor den Toren. Sie sind ja die drei Schumstätten, ne? Genau, und stehen jetzt sozusagen vor den Toren von Mainz, sind hinterher auch, das wird beschrieben, in Mainz eingefallen und haben dazu zu fürchterlicher Gewalt geführt gegen die Juden. Und es wird einerseits die Gewalt, die Verfolgung beschrieben, es werden aber auch Christen beschrieben, die Juden helfen. Die zwei Hauptpersonen des Romans, das ist der Rabbi Chaim und der Domdekan Raimund, die führen einen Dialog, einen freundschaftlichen Dialog, wo beide neugierig aufeinander sind, als Person, aber auch an ihrer Religion. Der Prolog, der spielt in der Johanneskirche. Und zwar ist es Dienstag, der 27. Mai, Anno Domini 1096. Die Johanneskirche, das war sozusagen der erste Dom. In Mainz, ne? Genau, in Mainz. Und die Geschichte, dieser Prolog, der spielt relativ am Ende der Geschichte, gibt aber eine Menge Rätsel auf. Ich würde vorschlagen, ich lese das einfach mal vor. Ja, danke schön. Gut. Der Lappen in seinem Mund schmeckte fischig. Mit Mühe konnte er dem Würgereiz widerstehen, den der Knebel in ihm auslöste. Der Strick schnitt sich tief in seine Handgelenke, die man ihm hinter dem Rücken zusammengebunden hatte. Seine Finger waren inzwischen taub. Heim stand in einer langen Reihe vor dem Altarkreuz. Diejenigen, die es noch in die Bischofspfalz geschafft und am heutigen Tag nicht den Tod gefunden hatten, warteten auf das nun Unvermeidliche. Heim wandte sich um. Dies war also der Rest seiner einst so blühenden Gemeinde. Die meisten der Seinen senkten die Köpfe voller Scham. Vereinzelt gewahrte Chaim Blicke des Vorwurfs. Rachel, ihr blitzte der Zorn aus den Augen. Sie war bereit gewesen zum Kiddush Hashem, dem höchsten Opfer zur Heiligung seines Namens. Chaim war es nur recht, dass auch ihr der Mund verschlossen war. Er wollte Rachels Beschimpfungen jetzt nicht hören. Dafür war später Zeit genug. Aber viele in seiner Gemeinde empfanden Erleichterung. Das hatte er gespürt, selbst wenn die wenigsten dies zugeben würden. Darauf ließ er sich aufbauen. Darauf setzte Chaim all seine Hoffnung. Ja, schön, danke dann und viel Spaß. Vielleicht interessiert sich ein paar Leute und kommen zu der Lesung dazu. Ja, das hoffe ich auch. Das würde mich sehr freuen.